Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Morgen kommt der neue Chandler raus. Und ob ihr bei ihm sammeln sollt oder nicht und was genau er macht, habe ich schon in den letzten zwei Videos besprochen von letzter Woche. Deswegen schaut sie auf jeden Fall noch an. Ich helfe euch, um euch eine Meinung über diesen Charakter zu bilden. Morgen ist es soweit, dann haben wir den nächsten 242er Banner. Und vielleicht in den nächsten paar Wochen auch ein Collab oder eine Festival. Das ist hier der neue Chandler. Sieht richtig cool aus meiner Meinung nach. Also Design her ist echt stabil geworden. Sowas irgendwie haben wir auch noch nie gesehen. Sieht voll cool aus. Irgendwie so. Sieht irgendwie so majestätisch aus mäßig. Der ist natürlich auch ein hohes Tier bei den Demons gewesen früher. Aber trotzdem, ich finde ihn richtig cool. Vom Aussehen und so. Und vor allem der Banner, 242er Banner, ist sehr, sehr stabil. Ist sehr, sehr stabil. Erste Multi 30 Gems, zweite Multi 1 Gem und dann so weiter bis zur siebten Multi. Die siebte Multi ist wieder 1 Gem und dann bei der zehnten Multi bekommt ihr ihn schon garantiert. Und zwischendurch habt ihr auch mal eine garantierte SSR. Sehr, sehr cool. Ich mag diese Bannerart am meisten, weil einfach, vor allem für Free-to-Play ist es einfach am besten ist. 242 Gems bekommt ihr in einem Monat auf entspannt hin, weil Red Marble gibt uns sehr, sehr viele Gems. Und da 242 Gems zu kriegen und dann den garantierten Charakter zu bekommen, ist halt sehr, sehr entspannt bei sowas. Auch wenn diese Unit hier vielleicht nicht der beste der Charaktere ist, die wir jetzt in der nächsten Zeit noch bekommen werden. Es kann ja sein, dass die nächste Festival ein Demon Festival wird, dann ist natürlich der Chandler perfekt. Oder es kann sein, dass die nächste Festival ein anderen Festival wird, dann ist Demon sowieso komplett weg aus PvP-Meta. Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen, da würde ich ein bisschen aufpassen, aber näheres, wie gesagt, dazu in meinem letzten Video. Was ich nochmal ansprechen wollte ist, ich habe ja auch in meinen paar letzten Videos gesagt, dass wir vielleicht ein Collab bekommen. Nur, dass ihr es jetzt auch wisst, ich habe jetzt bis jetzt kein Video dazu gemacht, weil bis jetzt noch nichts gezeigt wurde. Es ist Montag schon, wenn die spätestens morgen nichts zeigen, dann wird es wahrscheinlich eine Festival werden. Aber eigentlich bei der Seasonal Festival von Golfer haben die auch schon ein paar Tage davor gezeigt. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wenn diese Woche keine Festival kommt, dann vielleicht nächste Woche oder ein Collab, dann vielleicht nächste Woche. Aber wie gesagt, ich kann es euch nicht garantiert sagen, weil irgendwie macht es für mich alles keinen Sinn hier. Ich hätte jetzt gedacht, diese Woche bekommen wir noch ein Collab vielleicht oder ein Seasonal Festival, aber bis jetzt zeigen die nichts, bis jetzt zeigen die nichts. Die können natürlich im Laufe des Tages noch was zeigen, aber normalerweise um diese Uhrzeit hätten die schon lange was gezeigt. Aber es kann noch kommen, dann werde ich es wahrscheinlich in Community-Tab und in meinem Discord-Server posten, deswegen joint auch meinem Discord-Server, er ist in der Videobeschreibung. Und da wird euch immer weitergeholfen mit allen Sachen und ihr bleibt auch immer up to date, was Grand Cross und meinen Videos angeht. Aber ihr seht, bis jetzt hier auf Twitter haben die nichts dazu gesagt. Also können wir noch entspannt sein und müssen abwarten, was wird. Was wird? Der Release von diesem Chandler ist jetzt auch nichts krass Besonderes. Also im Update kommt noch neuer Dinger, neue Knighthood Boss Battle. Also die Rotation ist wieder bei Akumu, auch nichts Besonderes. Demonic Beast Battles, das ist natürlich geil. Double Drop Event ist sehr, sehr schmackhaft. Das könnte sein, dass das zeigt, dass die nächste Unit vielleicht auch eine Ratus-Unit wird, für die Ratus-Ross vielleicht wieder. Möglich ist es, keine Ahnung. Irgendwie so ein Anzeichen für Demonic Beast Update oder sowas oder für ein Ragnarok-Update allgemein. Kann sein, vielleicht auch eine Summer-Ragnarok-Unit. Würde ich auch nicht nein sagen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber falls ihr nicht wisst, was Demonic Beast Double Drop Boosting Events sind, nämlich habt ihr erstens verringerte Stamina, die ihr benutzen müsst. Also wenn es jetzt 30 sind, dann müsst ihr noch 15 Stamina benutzen. Und bei dem Floor 3 von Demonic Beast bis zu Nidhogg, Ratatosk ist nicht dabei, ist immer das zweitälteste und zweitneueste, bis dahin geht's. Und das heißt, bei dem Floor 3 von diesen bekommt ihr einfach zweifache Drops. Zum Beispiel diese Wind Source, River Source, Twilight Source oder Source of the Roots bekommt ihr anstatt 1 am Ende 2 immer garantiert pro Floor 3, den ihr macht. Also ist es jetzt auf jeden Fall die Zeit zu farmen, weil ihr weniger Stamina verbraucht und mehr Source of irgendwas bekommt. Jetzt noch das andere wichtige Teil, sondern für mich vor allem wichtig, ist, dass auch bei den jeweiligen Demonic Beasts die Card Sets erhöht wurden. Die Boost, die Drop Rate, genau, die Drop Rate. Die wurde erhöht, das steht hier. Und es ist sehr entspannt, weil ich glaube, ich das vom Dinger, den Bird noch nicht habe und von Skull and Hardy noch nicht habe. Die zwei werde ich mich wahrscheinlich drum kümmern. Ich habe tatsächlich noch kein krasses Bird, also mein Deer-Team fühle ich komplett. Mein Skull and Hardy Team fühle ich auch komplett, mein Nidhogg Team fühle ich auch komplett, also die Teams sind sozusagen schon fertig, nur ich habe legit kein Bird Team. Da müsste ich mir noch eins machen, schreibt in die Kommentare, was für ein Bird Team ihr benutzt, ich würde mir da gerne ein paar Meinungen sammeln.
was ihr denkt, einfach um alle drei Floors durchzuswipen, was halt am entspanntesten ist. Und was halt zum Beispiel nicht den Golfer benutzt, sage ich euch ganz ehrlich, weil den Golfer habe ich nicht. Aber wie gesagt, sehr, sehr geile Drop-Events. Ich liebe es, wenn die Demonic Beast Double Drops machen. Und vielleicht ist es ja auch diese Woche an der Zeit, dann mal meine Demonic Beast Videos hochzuladen. Weil es geht nur eine Woche lang, heute, also ab morgen dann natürlich. Oder es könnte ab heute sein. Nee, ich kann es euch genau sagen. Ab morgen bis nächste Woche. Was wichtig ist, ich denke mal, es könnte ab heute sein. Aber wenn ihr heute noch euch auswählt, Nidhogg oder sowas, dann könnt ihr euch morgen vielleicht nochmal aussuchen. Ich glaube, das war so. Ihr könnt euch dann morgen nochmal aussuchen, weil dann dieser Reset, dieser Boosting-Event kommt. Also wenn ihr heute Bock auf Nidhogg habt und die drei Sachen machen wollt und die garantierten Rewards haben wollt, dann macht es heute noch. Ihr könnt euch in der Theorie morgen wieder aussuchen. Ich denke mal, so war es ungefähr. Aber ja, wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann hättet ihr es, glaube ich, gestern machen müssen. Aber ich denke, man kann es heute noch machen. Ich weiß aber leider nicht zu 100%. Weiter in den Patch Notes sage ich ganz ehrlich, dass nichts Besonderes mehr da ist. Nur noch das Fall zur Grace Reward Dungeon Event wurde halt erweitert natürlich, ganz klar. Dann nochmal Even If I Hit Rock Bottom Event, Fall zur Grace Special Dungeon. Mache ich nie, sage ich euch immer. Macht's am besten, gute Rewards, auch Gems dabei und die stacken sich irgendwann mal jedes Mal zwei Gems. Das kommt, das zählt sich halt einfach auf, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist schon gut, aber ich bin einfach zu faul. Nighthood Competition, schaut euch das an, macht euch einen Screenshot, falls es euch interessiert. Wie gehen wir darauf nicht ein? Und dann die nächsten paar Sachen, nichts Besonderes, da was mit Wild irgendwas war. Der nächste Special Hero bei Heroes Arena ist natürlich jetzt dieser Chandler, ganz klare Sache. Und Hawk Pass Period wurde verlängert auf den 1.7. Nächsten Monat, in einer Woche bei dem nächsten Update. Bis dahin geht noch der Hawk Pass. Vielleicht hätte er nur bis morgen gehen sollen, es kann sein. Aber er geht auf jeden Fall bis nächste Woche noch. Was haltet ihr von diesen Patch Notes? Werdet ihr Summon bei Chandler? Ich glaube, die Frage hat sich aber schon geklärt im letzten Video. Aber vielleicht habt ihr euch ja noch umentschieden, weil vielleicht jetzt ihr dieses Outfit gesehen habt. Sieht echt cool aus, aber ja, 242 Gems ist halt nichts eigentlich. Aber wie gesagt, einfach abwarten, weil wegen der Festival, die rauskommen kann, oder wegen dem Collab. Da ein bisschen chillen. Weil es kann legit jedes Collab jetzt kommen. Wir haben keine Leaks mehr, wir wissen gar nichts mehr. Deswegen ein bisschen chillen würde ich an eurer Stelle. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Sehen uns beim nächsten. Das war's.